Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Simotrans. Ja, wir wollten diese Woche, dieses Mal, den Verkehrsfluss hier von den Materialien verbessern, aber mir fiel dann ein, die würden ja gar nicht fahren, wenn das nicht funktionieren würde. Das heißt, die beliefern zwar jetzt hier erst ihre eigenen ja, Stahlwerke. Hier, ne? Schrott kommt da nicht an, aber Kohle kommt da an und Erz kommt da an. So, aber wenn der Schrott nicht kommt, dann läuft ja die Produktion nach Stahl nicht. Das heißt, es wird Eisenerz und Kohle wird voll sein und dann nimmt das Stahlwerk nichts mehr an und dann wird der Schrott weiter transportiert zur Zwischenstelle. Die heißt hier oben Maschinenfabrik Altenau und dann würde dieser Zug wiederum das nach da bringen und das passiert natürlich auch umgekehrt. Deswegen brauchen wir uns da gar keine Gedanken machen, das wird gleich passieren. Aber wo wir uns weiter Gedanken drum machen müssen, ist das, wenn der Stahl dann hier hinkommt, dann brauchen wir noch PE-Granulat. So, und das ist das Problem, was wir dann haben. Und das wird wohl von der Raffinerie kommen, gehe ich mal von aus, die hier ist. Ja, Produktion PE-Granulat. Gut, und das wiederum ist wo hier? Okay, da oben rechts sind wir schon. Dann müssten wir hier irgendwo ja auch sein. Ah, da ist es. Das würde bedeuten, wir müssen jetzt hier das PE-Granulat von da nach da bringen. Allerdings brauchen wir Öl dafür. Und Ölfeld ist hier. Oh, warte, da oben ist schon die Dingens. Das heißt, wir können das so weiter ausbauen. Das müsste dann klappen. So, Strecke verlängern bedeutet das. Eisenbahnwerkzeug. Weiß jetzt gar nicht, welche Linie das hier ist. Streckengeschwindigkeit 90 km/h. Das wäre also das. Und dann bedeutet dies, wir machen hier einfach runter. Dort lang. Dann würde ich das mal hier so vorschlagen. Da vorschlagen. Und wir müssen zu dem Ölfeld hin. Da lang, oder? Ne, dann machen wir das nicht so. Machen wir das so, dann geht es da knapp dran vorbei. Na, da lang. Oh, das war jetzt nicht ganz ideal, aber das kriegen wir auch noch hin. So. Wenn ich jetzt hier einen Bahnhof setzen würde, hier so, würde dann das reichen. Kommen wir da noch hin? Nein, das bedeutet, wir müssten definitiv da irgendwo die Strecke passend noch legen. Würde ich jetzt mal sagen, so. Machen wir 5, machen wir 6. Dann kommen wir mal dahin. Da, da und da. Und dann ist es angebunden. So. Dann brauchen wir den Bahnhof noch. 1, 2, 3, 4, machen wir 5. Und da unten müssen wir auch nochmal 5 machen. 1, 2, 3, 4, 5. So, das Öl muss nur hin und her. Das würde bedeuten, wir müssen jetzt ein Zuglos schicken aus dem Depot da oben. Oh, das wird, glaube ich, schwierig. Das Depot ist hinter der Kreuzung, ne? Der kommt jetzt da nicht unbedingt vorbei. Lok war die, glaube ich, das günstigste Modell, ne? Und Waggons für Öl. Dann machen wir mal hier Öl rein. Pop, pop, wo ist Öl? Hallo? Kein Öl da? Doch, ganz unten. Ich war eben noch nicht tief genug wahrscheinlich. Wie? Kein Öl? Da sind sogar eben was falsch geklickt. Das ist Öl. 18, 45, 80.
Ja, nehmen wir den, ne? Gut, da wird er langsamer, sollte aber gehen. Kein Fahrplan vorhanden, da brauchen wir einen Fahrplan. Machen wir eine neue Linie. Also Linie 15 ist noch nichts. Neue Linie. Und zwar müssen wir das gerade machen. Die neue Linie geht dann von hier. Nee, eigentlich nicht von da hinten los. Da wird es ja nichts bringen, ne? Von da nach dort. In der ersten halt 100% laden. Das ist jetzt eine neue Linie und die heißt dann, machen wir einfach Öl. Gut, und die ist jetzt nicht umbenannt. Das hat wieder nicht geklappt. Irgendwas mache ich immer noch falsch. Da ist schon einer drauf. Öl, passt. So, kann er auch starten. Da findet er keinen Weg hin. Da müssen wir mal gucken, wo da das. Ah, da ist schon mal was faul. Sonst noch wo? Da sieht's gut aus. Nee, müsste jetzt gehen. Jetzt müssen wir nur den Zeitpunkt abwarten, wenn wir hier langfahren müssten, ne? Wartet auf freie Strecke, das hört sich gut an. Dann starten wir den mal gerade. Ah, der wartet jetzt auf. Oh. Der kommt da ja jetzt auch nicht raus, wartet nämlich auch auf freie Strecke. Was hat denn der jetzt gemacht, wo ich hier drauf geklickt habe? So, gut. Machen wir gerade einen Tacken schneller. Jetzt kommt der erst raus und fährt dahin. Dann hat er super geklappt, oder? Genau. Ideal. So, dann fährt der wieder los und alles ist gut. So, jetzt müssen wir noch gucken, was wir hier brauchen wir ja noch ein Transportmittel. Und da müssen wir mal gerade gucken, was der Schoppen sagt. Weiß nämlich nicht so auswendig. Na, das war wohl verkehrt. Und zwar Waggons. Loks, ne, machen wir hier. Waggons war schon richtig. PE-Granulat. Ah, das ist wieder ein Spezialanhänger. Dann müssen wir gerade gucken, das ist der Zug. Den können wir jetzt eigentlich sofort ins Depot schicken. Und dem können wir das dann anhängen, ne? So. So, der kriegt den noch dahinter. Machen wir davon einen weg. Und zwei davon dran. Und der kriegt einen neuen Fahrplan. Den starten wir jetzt erstmal. Wo fährt der lang? Ist sogar die richtige Strecke in dem Sinne, aber wir haben. Nee, der war eben leer, dann passt es. So, der fährt da lang. Jetzt müssen wir die Linie noch ändern. Nee, das ist Quack. Das war verkehrt. Ist das der Zug Mixed? Nein, der ist schon wo ganz anders.
Mal gerade einmal anklicken, dann wissen wir, wer das ist, ne? Kohle, Manile, Stahl, Erz. So, Kohle. Dann schreiben wir da noch PE hinter und fertig. So, die Linie ist geändert. Vom Namen her, aber noch nicht von der Linie gesamt. Der muss einfach hier mal, wenn er diesen Halt hat, Südostwald, Hardexen, da müssen wir einfügen machen. Da fährt er einfach mal weiter nach hinten. So. Fertig. Der transportiert tatsächlich schon was. Und dann sollte das funktionieren. So. Der macht bestimmt gleich schwarze Zahlen, oder? Wie sieht's mit Produktion aus? Der fährt schwarze Zahlen und es wird produziert. Und der zweite Zug, den wir gerade hatten, das ist der. Den müssen wir mal beobachten, wo der lang fährt. Der jetzt auch noch das. Fährt da lang, kommt jetzt hier an und nimmt die Siloware auch mit, das PU. PE, nicht PU. So, dann müssten ja hier jetzt auch irgendwann die Maschinenteile funktionieren, oder? Stahl fehlt jetzt hier. Also der Ölwagen, da ist jetzt die Goldgrube. Oh, wir haben schon ziemlich viel Miese, ne? Ja, dann müssen wir gerade unsere Bilanz mal angucken, ne? Ob das noch läuft. Oh, das sieht auch nicht gut aus. Wo sind wir denn Anfang des Monats? Ja, okay. Oh, das könnte dann nicht so gut sein. 84%. Okay. Stahl wird jetzt transportiert auch. So, die Stahl, die Maschinenfabrik hat das erste Mal gerade produziert, glaube. Und hier werden Maschinen verkauft, oder? Nein, sind noch nicht da. Gut, das mit der Marge ist natürlich ganz schlecht hier. 81, dann müssen wir bei 0 landen, in den Schwarz kommen. Oh oh. Ja, das ist nicht gut, ne? So, hier müssen wir auch Monate umschalten, dann sehen wir auch was, ne? Oder auch nicht. Jetzt läuft hier gerade gar nichts mit der Marge und so. Ja. Ne, Pause war verkehrt. Langsam normal laufen wollte ich gerade lassen. So, der fährt ein Plus ein. Was haben wir hier? Das ist... Ja, wir müssen einfach mal in die Übersicht unserer Fahrzeuge, ne? Da.
So. Da gibt's keine Verluste, ne, auch nicht. Der macht Plus. Der macht auch Plus. Und der macht auch Plus. Der unten, der fährt gar nicht mehr, aber da haben wir dann ein teures Schienennetz, ne? Der macht Plus, der fährt gar nicht. Der steht da. Den können wir ins Depot schicken eigentlich. Ja, oder? Zum Depot. Weg damit. Verkaufen. Da ist noch einer. Wo steht der rum? Der steht beim Hopfenbauer. Wieso geht die Biergeschichte nicht? Hopfen 99%, wenn es ist, funktioniert. Und das Bier läuft aber auch. Landwirtschaftliche Güter, Getreide wird dahin gebracht. Wie ist es mit der Brauerei denn? Die haben und können auch produzieren. Aber Hopfen ist genug da. Okay, die Gerste ist zu wenig. So, dann nochmal dahin. Entschuldigung. Und so, das bedeutet, da fehlt's an einem Fahrzeug. Damit wir mehr kriegen, ne? Hopfen. Das war wieder, ne, Gerste ist auch richtig. Die können alle Gerste transportieren. Und der auch. So, der ist 19 teurer. Und ich glaube, der Unimog fährt mit dem grünen Anhänger. Der ist da 6 Cent teurer. Ich glaube, der ist sogar dann günstiger wie der andere. Ach, den können wir sogar doppelt anhängen. Guck mal an. Aber dafür brauchen wir halt Länge 2. Das hat sich dann also erledigt. Dann kriegt ihr jetzt noch den Fahrplan. Und zwar Gerste. Wahrscheinlich Getreidebrauerei ist der richtige. Starten. Und den verkaufen wir gerade. Obwohl, da müsste man den nur doppelt machen, dann wird das gehen, ne? Eigentlich macht Sinn so, oder? Da hat er überholt. Der Trecker ist zu langsam. Aber das ist hier wieder schlecht wegen der Steigung am Berg, ne? Gut, lass mal den erstmal fahren. Der holt das Bier ab und bringt es zum Markt, oder? Ja, 5 Paletten und fährt auch bloß ein. Depot erreicht. Bezeichnung, Gewinn. Aufsteigend, absteigend. Die machen alle Gewinn bis hier. Da sind 2 Nuller. Den können wir eigentlich zum Depot schicken und verkaufen. Der kann weg. Und wo steht der? Der steht da. Okay, weil kein Hopfen benötigt wird. Den müssen wir da stehen lassen. So. Das ist der Mixzug mit der teuren Linie. Ja, dann müssen wir gucken, ob wir das noch reinkriegen. Und der hier, wo steht der? Also der ist gerade irgendwo angekommen. Ne? Hafen Tierfutter. Der fährt noch. Ja, der hat seine erste Fahrt gemacht, deswegen ist da ein Minus noch wahrscheinlich. Und der Bus fährt auch nur Minus ein. Hat aber genug Passagiere oder einige Passagiere jetzt dabei. So, wollen wir mal gucken, dass die Margen jetzt Gewinne machen. Wo waren wir denn jetzt hier? Da.
Nee. So, das bedeutet, wir müssen jetzt die teuren Sachen hier erstmal loswerden. So, wo ist das Schiff? Ah, wo fährt denn das hin? Soll doch zum Depot fahren, oder? So, hier ist der Hafen, den reißen wir jetzt erstmal ab. Ach so, Quatsch, dann müssen wir das nehmen, ne? Das ist nämlich alles viel zu teuer hier. Ah, da ist noch ein Fahrzeug im Depot, da müssen wir das erst raus machen. Ja, ist doch keins, oder? Verstehe ich jetzt nicht. Sind noch Fahrzeuge in diesem Depot. Wenn ich da aber hingehe, habe ich doch gar keins gesehen, oder? Ach, da. So. Verkaufen. Ist schon verkauft. Und abreißen. Lass mal so stehen erstmal. Erstmal nochmal in die Finanzen gucken, ob das irgendwie besser wird. Betriebsgewinn sieht mager aus, immer Minus. Ja, Gesamtvermögen 242. Müssen wir gucken, dass wir da noch hinkommen, ne? So, das ist angekommen, dann können wir dann auch verkaufen. Ne, das geht nicht, weil da noch ein Fahrzeug drin ist. Das kenne ich doch schon irgendwoher. Und ne, das muss hier sein. Da unten ist es. Ah, super. So, verkauft. Na, das war verkehrt. So, und dann können wir den abreißen. Der kostet uns noch viel Geld. Das weg. Das weg. Und den Bahnhof können wir hier auch abreißen. So, hier ist noch mehr wegzureißen. Machen wir auch. Hier passiert auch nichts. Reißen wir weg. Schienen lassen wir erstmal noch liegen. In der Hoffnung, dass wir da hinkommen. Was ist das jetzt? Weg. Und der kommt auch erstmal weg. Hier brauchen wir auch nichts. Reißen wir alles weg. Der ist weg, aber na, das war die falsche Taste wieder. Die fahren direkt zur Brennerei. Dann kann das hier eigentlich auch erstmal weg. Das geht nicht, weil da noch einer drin ist. Den müssen wir erst den Zug wegkaufen. So. Verkaufen. Die Lok. Und das verkaufen wir alle. Brauchen wir jetzt nicht. Sind die alle weg? Ich glaube ja. So, und dann können wir es abreißen. So. Und dann müssen wir hoffen, dass es besser wird hier, ne? Ob wir das finanziell noch schaffen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber war ja auch anders geplant, ne? Konnte ja nicht ahnen, dass hier nicht alles da ist, was wir brauchen.
So, wie machen sich die Städte? Hier ist schon mal nicht keine Linie hinzugekommen, glaube. Da oben hatten wir ja gesehen, hat sich was geändert. Hier ist auch nicht so viel mehr geworden, ne? Fährt er hier unten auch noch hin? Weiß ich gar nicht, nach Döbeln. Nee. Wofür war der jetzt noch hier? Schüttgut geladen. Zuckerfabrik. Zum Depot. Das hat sich ja auch erübrigt, ne? Das ging ja auch nicht. Und dann können wir hier auch abreißen. Und das war hier. Und den können wir dann auch abreißen. Lohnte ja auch nicht. Gut. Haben wir das soweit. Demnächst müssen wir dann noch den LKW wieder verkaufen, der da kommt. Und hoffen, dass es alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. 70, 65, da tut sich nichts. 250 ist ganz schön schlecht. Aber hier ist er bei 12, ne? 12,487. Ich verstehe es nicht so ganz, was hier der Monatsdurchschnitt oder was ist das? Keine Ahnung. Okay, aber ich würde mal sagen, für die Folge soll es erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.